Jeder kennt es, diesen einen Typen im Fitnessstudio, der vor dem Boxsack steht und wie so ein Gorilla drauf rumhämmert und es stimmt einfach gar nichts. Hey Leute, mein Name ist Thomas Buschkamp und ich zeige euch hier die drei wichtigsten Dinge, die ihr beachten solltet, wenn ihr am Sandsack arbeitet. Tipp Nummer 1, Leute, der Boxsack bewegt sich, ihr bewegt euch. Warum? Kein Kampf ist statisch, das heißt, es wird immer vor und zurück gehen. Das Spiel ist ein Distanzspiel, das heißt, ihr müsst immer abchecken, wie weit ist der Gegner von euch entfernt, wie weit seid ihr von ihm entfernt. Arbeitet wirklich drauf, dass ihr diese Steps raus habt, dass ihr eine gute Grundhaltung habt. Das heißt, wenn der Boxsack pendelt, lauft mit, findet die richtige Schlagdistanz, bleibt nicht stehen. In einem echten Kampf gibt es es fast nicht, dass ihr wie angewurzelt dasteht und drauf loshämmert. Tipp Nummer 2, schlagt kurze Kombos. Warum? Wenn ihr kurze Kombos schlagt, dann könnt ihr sich zum einen merken, was ihr da überhaupt macht. Ihr wollt immer ganz bewusst an bestimmten Kombinationen arbeiten. Das heißt, bis auf wenige Ausnahmen werdet ihr nicht die Uhr stellen und einfach 2 Minuten freestylen. Ihr stellt die Uhr, meinetwegen 2, 3 Minuten und dann macht euch bewusst vorher, was ihr schlagt. Haltet die Schläge kurz. Jab, Cross, linker Haken, Jab, Cross. Einfach Dinge, die ihr nachher auch abrufen könnt. Außerdem ist es ganz, ganz oft so, dass wenn man zu lange Sachen schlägt, dass die Deckung runterfällt und dass ihr an Explosivität verliert. Und wir wollen den Boxsack auch nutzen, um immer wieder explosiv zu sein. Schläge sollten wie eine Peitsche sein. Das heißt, schnell nach vorne, mindestens genauso schnell zurück. Tipp Nummer 3, baut Defense ein. Mit Offense gewinnt ihr den Kampf, mit Defense werdet ihr nicht verlieren. Was meine ich mit Defense? Wenn ihr euch Kombinationen gepickt habt, die ihr schlagt, Jab, Cross, linker Haken, okay? Dann geht davon aus, dass der Gegner sich wehren wird. Der wird nicht einfach nur die ganzen Kombos fressen. Das bedeutet, ich schlage zum Beispiel einen Jab, Cross und dann slippe ich einen Schlag. Das nächste Mal gehe ich rein, Jab, Cross und ich ziehe die Deckung hoch und lasse seinen Konter auf die Deckung laufen. Geht immer davon aus, dass Gegenwehr kommen wird und dass der Gegner natürlich auch zurückschlägt. Das hat auch ein bisschen was mit Vorstellungskraft zu tun. Dasselbe lernt ihr natürlich auch beim Schattenboxen. Dazu haben wir auch ein Video gemacht. Schaut euch das Video hier mal an. Das wird euch auf jeden Fall helfen, auch da an eurer Vorstellungskraft zu arbeiten. Okay, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansichten, wie ihr am Boxsack trainieren solltet. Ich finde nur, es ist mega wichtig für einen Fighter, dass er sich auch bewusst macht, was er da trainiert. Das heißt, egal was ihr am Boxsack macht, macht es euch bewusst, worauf das Training hinauslaufen soll und woran ihr arbeitet. Hey, wenn euch diese Tipps gefallen hat, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr von uns verpasst. Ich freue mich, euch im nächsten Video zu sehen. Haltet die Deckung oben und bis bald.